Kurt Krömer hat noch seinen Schlafanzug unter seinem Pulli an. Ich sag mir das, ich hab verschlafen, ich mach auch keinen Hehl mehr draus. Wenn ich Frühstücksfernsehen mache, hab ich mal angewöhnt. Ich komme, wie ich bin, zack, ich halte nichts mehr hoch oder irgendein Image oder irgendwas. Alles wurscht. Ja. Kaffee ist gerade gekommen, aber brauchst du sonst noch was? Wir sind ja auch gute Gastgeber. Super. Matze, hast du was im Kühli? Ja. Im Kühlschrank? Klar. Du ziehst ja auch nur so das einige Gut. Bein oder andere. Was soll ich zu haben? Pass auf, ich habe Folgendes im Angebot heute für dich. Also Kaffee hast du schon, aber du hast gesagt, normal trinkst du keinen Kaffee. Ich hätte noch ein abgestandenes Wasser von Matthew McConaughey hier. Eine super. Möglichkeit. Ein bisschen Gurkenwasser, Piccolo-Sektchen, Würstchenwasser oder Joghurt. Haltbar bis Ende Juni. Würstchenwasser finde ich toll. Würstchen, mit Eiswürfel. Ja. Kriegst du. Und einen Schuss O-Saft. Ja? Ja, O-Saft haben wir nicht, sowas. Aber Würstchenwasser bringe ich dir, das ist ja... Da bin ich 50.000 Euro Kühlschrank und nichts drin. Wunderbar. Kurt Krömer heute hier bei uns im Studio. So, warte mal, Kühlschrank wieder zu. Schlagsahne? Sind wir jetzt dran oder du? Wie läuft das jetzt hier? Nehmen wir den auf? Haben wir Kameras hier? Matze hat so ein Riesen-Ego, der hört nicht auf. Wenn er einmal angefangen hat zu schwatzen, dann hört er nicht auf. Du hast gesagt, gucken, was er jetzt trinkt. Ja, um die Luft zu befeuchten. Um die Luft zu befeuchten. Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? So. Seid ihr vorbereitet? Schön, dass du wieder mal bei uns reingeschaut hast. Ja. Warst du denn so lange gewesen? Was hast du gemacht? Du, ich habe jetzt Fernsehen gemacht. Ich habe jetzt vier Tage durchgearbeitet. Also ist ja immer mein Arbeitspensum, dass ich einmal im Jahr vier Tage arbeite. Und das habe ich jetzt gerade hinter mir, vorgestern. 8 Sendungen. Der absolute Punk ging ab im Kasten, das Ding. Und jetzt, ich bin urlaubsreif. Jetzt schon? Ja. Haben wir Ausschnitte oder irgendwas? Zeichnen wir auch hier oder was macht ihr mit den Kameras? Haben wir nicht. Ich glaube, das reicht. Du bist so bildfüllend. Du, das ist hier von ein Gast gewesen hier. Wie heißen sie? Ernie und Bert. Tatsächlich? Kriegt sind die so groß? Ich habe immer gedacht, die sind größer als Ecke. Das ist hier ein kleines Modell. Haben wir eine Kamera? Können wir das einfangen? Kick mal. Brauchen wir Musik dazu, passende. Das ist eine Sonderanfertigung für mich. Was hast du denn drunter? Ein Bäuchlein hast du gekriegt. Ja, der Bäuchlein hatte ich schon immer gehabt. Ich hatte mit 13. Der trägt auf. Ich war bis 13, war ich dünn und dann bin ich in eine Pubertät gekommen und dann hatte ich den Bauch. Du kannst gleich auch noch mal mit unserem... Bin ich deswegen so früh aufgestanden, über meinen Bauch zu sprechen? Genau, ich habe einen Bauch. Ja. Eigentlich ist mir versprochen worden, du kommst im schwarzen Anzug, jetzt bist du im Schlafanzug hier. Du, weil ich seriös geworden und dann, bin. Man sieht ja, eben, genau, das ist mir auch gesagt worden. Das ist ein Imagewechsel, den ihr kennt am Jahr, aber ich bin seriös. Deswegen die Frage auch, die ich vorbereitet habe, gestern Abend. Kannst du alle in die Tonne werfen, weil Monsieur hat... Ich habe verschlafen, ich gebe es zu, ich nehme das auf meine Kappe. Ich hätte um 6.48 Uhr hätte ich dran sein sollen. Auf wen zeigst du denn nicht einmal? Die sind nicht schuld, ja? Arme Gino. Nee, schrei nicht unseren armen ja Gino nicht, an, unseren Quoten-Italiener hier. Ja? Der ist für den Kaffee zuständig. Nee, meine Frage kann lautet bringen, den kann er mal bringen, den Kaffee. Jetzt pass alle. Auf, hier. Ne? Deine Anzüge sind schwarz jetzt. Dein Humor ist genauso Wurst. Schwarz geworden wie drauf? Deine Anzüge. Ja, eine Wurst, die Schenk bekommen. Ja. Eine Wurst. Ja, von wegen schwarzer Humor und so, ne? Ich hab die Frage nicht verstanden jetzt. Was war den Anzug? Ja, ich hab den drunter. Ich hab's vergessen. Ich hab den schwarzen Armani-Anzug trag unter. Noch da drunter? Ja, ich musste schnell gehen. Ich hab heute so viel durcheinander gebracht und Hast du niemanden, der dich weckt? Doch, aber hat nicht funktioniert. Aber ich bin ja jetzt da. Wer wäre denn das gewesen? Wer? Mhm. Wer mich weckt? Mhm. Der Wecker. Der Wecker. Ich dachte, du hast irgendwie... Na gut. Personal, was neben mir steht und sagt... Persönlich. Ja, irgendwas Kuscheliges halt. Und dann hau ich den so auf den Kopf und sage... Ein Hündchen oder sowas. Es gibt doch so Kollegen, die haben so Hündchen oder Katzen, die werden dann morgens geweckt und... Wo ist euer Hund eigentlich? Der hat gerade Urlaub, leider. Wir immer, wenn ich komme, aber wir verschlafen trotzdem nicht. Ja. Also Kurt Krömer wieder im Fernsehen. Schön siehst du aus. Ja, dann habe ich eigentlich auch keine Fragen, die passen. Ach so. Heute früh, was machen wir denn jetzt?
Du hast dann lassen wir uns Fragen, auf den Anfuhr. Ich habe alle Fragen auf den Anfuhr, auf deine Seriosität, deinen großen Imagewechsel. Ne? Du, das ist toll, dass ich auch mal zu Gast bin, weißt du, weil sonst geht mir immer der Arsch auf Grundeis. Geht aber, dir der Arsch auf Grundeis tatsächlich? Ja, hast manchmal du noch Schiss? Schon. So, wenn ich Fragen vorbereitet habe, so wie du, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Also das ist, man möchte im Erdboden versinken. Ja. Ach du, ich sink einfach neben dir. Pass auf, ich sink neben dich in die Kissen und dann ist mir auch alles wurscht. Ja. Schuhe aus, oder? Bevor ich hier in den Erdboden versinke. Matze, hast du auch noch ein bisschen Wurstwasser für mich? Hier, Karen. Oder? Da, super. Können wir da bitte noch einmal hinschalten? Das ist ja überragend, das Bild. Das ist ja der Wahnsinn. Ja? Und schon Schnitt, fühlt sich jetzt das alles nicht mehr so schlimm Hendrik, an. Zeig das Man muss auch mal ehrlich, sich oder? Die Zeit nehmen. Du riechst ganz gut. Du hast geduscht heute früh, Echte oder? Liebe. Ich hab voll geduscht. Echte Liebe bei uns im Frühstücksfernsehen. Gurkenwasser hätte ich noch für euch. Du, was ist das jetzt für eine Aktion, die du hier machst? Dass du nur Sachen bringst, die für den Arsch sind? Die richtig du, lecker Wurst, sind, mein Freund. So sieht's mal aus. Wir haben aber gleich noch andere Gäste.